Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in True 4 verlorene Seelen Sammeledition. Jetzt ist das für mich ein Novum und zwar muss ich das quasi nachsynchronisieren, weil gerade eben bei der Aufnahme hat mein Mikrofon rumgesponnen und hat nichts aufgenommen. Ich habe mir also hier einen abgequasselt, für nichts wieder nichts. Also muss ich jetzt mal nachholen. So, das ist ein Wimmelbildspiel und zwar aus dem Horrorbereich von Wimmelbildspielen. Ist tatsächlich auch wirklich Horror. So, also das ist die Soundkonserve, wie man sieht. Auf Sound reagiert irgendwie nichts, auf Musik ist irgendwie der Sound. Weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe jedenfalls dann beschlossen, weil ohne Sound ist mein Horrorspiel irgendwie blöd. Lassen wir halt ein bisschen Sound an, auch wenn es hier auf Musik liegt. Was wiederum der Vorteil hat, dass man gleich im Intro-Video dann auch was hört. Ja. Also wie gesagt, ich muss das jetzt nachsynchronisieren. Ich erkläre quasi, was ich da gemacht habe, während ich gezockt habe. Weil ich bin ehrlich gesagt zu faul, um mir das Spiel nochmal zu installieren. Ja, da stehe ich dazu. So, dann gehen wir mal rein. Also Mongo und Siakum ist zu lang, also habe ich mich jetzt Monty genannt. Jetzt bin ich aber ganz fasziniert von dem Spiel, weil es ist eigentlich... Ach, ich bin mal still, bis das wie Intro durch ist. So, also ich bin jetzt wirklich positiv beeindruckt gewesen von dem Vorspann, aber wenn es mich irritiert, was das für eine USK-Einstufung hat, ich gehe jetzt einfach mal aus, dass die USK 16 ist, dann müsste ich einen USK 18 Vorspann vorhängen von Wimmelbild Adventure, da käme ich mir irgendwie komisch vor. Also pro bono einfach jetzt mal als USK 16 angenommen, weil es ist halt schon ein bisschen heftigere Szenen, die gerade eben hier im Sanatorium. Ja. Witzig fand ich das kleine Radio, so Teile kenne ich auch noch. Jetzt war ich gar nicht mehr genau so lange, was ich da jetzt gerade mal geschwätzt hatte. Wahrscheinlich hatte ich mich total begeistert über diesen Vorspann. Wie gesagt, ich bin jetzt einfach zu faul, um mir das Spiel nochmal zu installieren. Ich hatte es jetzt einfach schon deinstalliert nach der Aufnahme und wollte jetzt einfach das Video bearbeiten, während ich das, also wie ich das jetzt angefangen habe zu bearbeiten, ist mir aufgefallen, dass meine Tonspur fehlt, die ich halt dazu gesprochen habe. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe jetzt einfach meinen PC neu gestartet, weil ich nicht genau weiß, was mit meinem Mikrofon nicht stimmt. Wenn das nochmal vorkommen sollte, schicke ich denen das Teil zurück. Setze ich auf Garantiefall. Das kann ja jetzt angehen. Also das mache ich jetzt nicht häufiger hier, dieses Nachsynchronisieren. Ich finde das irgendwie blöd. So, jetzt muss ich irgendwie in die Glühbirne wechseln. Achso, da hatte ich erzählt, dass das mir so vorkam, als ob das eine blaue Glühbirne wäre, was ich da rausgeschraubt habe. Ich nehme aber an, dass sie halt einfach nur kaputt aussehen sollte, deshalb so ein bisschen verfärbt war. Das ist auch so was, das kennt man in Deutschland so auch nicht wirklich, oder? Hier so Kommoden mit so Sitzplatz vorm Fenster so.
Weil ich sowas eigentlich ganz schick finde. Also so jetzt nicht, aber ein bisschen so bequeme Sitzgelegenheit, so divanmäßig vor so einem Fenster, könnte ich mir auch gut vorstellen. Eigentlich habe ich in meinem Haus überhaupt keine so großen Fenster, die so dicht runter auf den Boden gehen. Ne? Eigentlich schade. Naja, vielleicht baue ich ja irgendwann nochmal. So. Genau, ich hatte jetzt kurz erklärt, dass es ein ganz typisches Wimmelbildspiel, einfach eine Aufmachung ist hier vom Layout. Links Anleitung, das Journal, das Menü, unten das Inventar, rechts der Tipp. Ja? So, dass man sich eigentlich als Wimmelbildspieler auch sofort zurechtfindet. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Wimmelbildspiele angespielt. Gell, Fessen Factor Games Archive, fällt mir bei Gelegenheit mal auf. Und die meisten in letzter Zeit fand ich auch noch nicht mal wirklich schlecht gemacht. Also mittlerweile ist die Qualität ganz gut, wenn ich mir so anschaue, wenn ich mir überlege, ich hatte ja schon Wimmelbildspiele, wahrscheinlich meistens ältere Exemplare, also älteren Jahrgangs, da habe ich mir auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber doch, geht mittlerweile. So, jetzt, warum hatte ich jetzt so lange hier gezögert? Was hatte ich denn wieder für ein Kram erzählt? Ja, wie gesagt, ich habe das aufgenommen, hatte dann aber nachher keine Zeit zum Bearbeiten und wie ich habe dann das Spiel deinstalliert, weil ich von Ausgang bin, das hat ja geklappt, die Aufnahme. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass das Mikro. Ah. Also ich finde ja wirklich, dass das hübsch gemacht ist, die 3D, aber ich finde, dass sie der Frau auch Mimik hätten geben können. Da sieht man gleich, wenn sie Auto fährt, nochmal. Die hat immer die gleiche Mimik. Ja. Aber trotzdem, ich will mich nicht beschweren, das ist jammern auf hohem Niveau für ein Wimmelbild. Ja. Da habe ich dann gleich mal erläutert, dass es immer schlau ist, wenn die Uhrzeit irgendwie Postbote klopft. Wobei, das kennt man in Deutschland so nicht. Aber in den USA ist das gar nicht so unüblich, dass die Jungs ja echt rund um die Uhr das ausfahren müssen und hier so Kurierdienste. Die kommen wirklich nachts auch und bringen dir das. So. Das ist jetzt irgendwie die Nachricht von der Schwester, die irgendwie, keine Ahnung, seit 10 Jahren weg ist und als Beweis Kinderbilder von ihnen beiden. Na, soll jetzt hinkommen. Und jetzt gibt es gleich wieder ein Video. My sister. I didn't hear from her for almost 10 years. Very close with my sister. And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago, and I have never heard from her again. What could have happened to her? Ja, entweder schlechtes. Entweder schlechtes Make-up ist hier passiert oder unangenehme Umstände. So, jetzt muss man ja ehrlich sagen, wenn man jetzt 10 Jahre Geschwisterchen nicht gesehen hat und dann bekommt die man den Brief, der sagt, kommt zu einer Adresse, da kommt zu einer Adresse, das sieht so aus. Da sagt man doch nicht, jawohl. Ich freue mich weiterhin aufs Treffen, sondern man sagt, okay, wo ist eine Waffe, wo ist ein Licht und ich sage jetzt Leuten Bescheid, dass ich hier bin. Entweder sollen sie einen Arsch beibringen oder sie sollen zumindest Bescheid wissen, wo ich war zuletzt hier. Genau. Brecheisen nehmen wir mit. Sowas macht Sinn bei der Ansicht von dem Gebäude. Das sind so Kisten, die kennt man in Deutschland auch nur selten. Ich habe die früher häufiger gesehen. Früher wurden in so Kisten Bananen und so ein Kram verschifft und Kaffeebohnen. Das ist so ein ganz dünnes Holz. Brecheisen sinnvoll angewendet. Und dann musste ich auch gleich das erste, wenn ich mich richtig entsinne, das erste Rätsel lösen. Am Briefkasten. Aber erstmal muss ich die Puzzleteile da am Tor einsammeln. Das ist echt mühselig, dieses Nachsynchronisieren. Es gibt ja echt Let's Player, die machen das immer, habe ich mir erklären lassen.
weil die eben das sich nicht antun wollen mit den Tonspuren, immer, dass es hinterher heißt, oh, ist zu laut, ist zu leise, was auch immer, sondern die nehmen das auf und hinterher besprechen die das quasi. Gerade Let's Player, was so Actionspiel angeht, so World of Tanks und sowas, scheint das recht häufig zu machen. Hier mit Audio City oder wie das immer hieß, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich benutze sowas halt einfach normalerweise nicht. Ich finde es auch blöd. Ganz ehrlich, jetzt, ich mache das jetzt zum ersten Mal, ich finde es doof. Mir gefällt das nicht. Mir selbst beim Spielen zugucken, kommentieren, was ich da mache, ist irgendwie strange. Ja? Das ist vierte Ebene, irgendwie Meta. So, ja, auf jeden Fall ist das hier so ein Puzzlespielchen, wo man halt so ein Bild zusammensetzen muss. Das habe ich zuerst gerade gesehen, dass da unten in der Mitte noch ein Viereck frei ist. Das habe ich irgendwie gerade richtig gecheckt. Hübsch, Brieftaube mit Posthorn. Ja, da war schon länger keiner mehr mit Post. So, dann haben wir den Schlüssel, um reinzukommen. Okay, jetzt sagen wir nochmal ehrlich, spätestens bei dem Anblick hockt man sich ins Auto und fährt weg. Oder man ruft die Polizei oder die Chucky, die Mörderpuppe, die da sitzt. Da geht man doch nicht weiter unbewaffnet, allein, ohne Taschenlampe. Also das Entscheidende ist, man geht einfach nicht weiter. Ja. Wenn das die Schwester sein sollte, man hat ja die Schwester im Vorschau gesehen, die normale, die im Bett gelegen hat, und wenn das da die Schwester sein soll, ist das entweder ein genetisch massiver Unterschied in der Familie, da sollte man sich überlegen, ob man wirklich den gleichen Vater hat, oder der ist irgendwas ganz, ganz, ganz Schlimmes zugestoßen. Wobei, da haben sie jetzt angefangen zu übertreiben, finde ich jetzt mit Voodoo-Puppen. Also da haben sie echt jedes amerikanische Horror-Klischee aus dem Schrank gezerrt. So, übrigens so Kerzen, die so verlaufen, das gibt's heute gar nicht mehr mit den modernen Stearin und wie die heißen Kerzen. Das sind alte Talgkerzen, die so extrem verlaufen. Das benutzt heute eigentlich kein Mensch mehr. Die qualmen halt einfach wie Sau. Die hat man früher häufiger verwendet, gerade bei den Hindenburg-Lichtern, weil da konnte man auch die Kerzen im Notfall essen. Ja, weil es halt Talg war, also Fett, Schweinefett. Das meine ich, typisch amerikanische Baustruktur. Pappe, bisschen Kalkputz, ein bisschen Tapete und guter Willen und dann soll das irgendwie wirklich Wetter abhalten. Deshalb verfallen die Dinge auch immer in Rekordzeit. Das finde ich auch schön, wenn man die Tipppuppe, hier die Chucky, die Mörderpuppe anklickt, dann hier mit den roten Augen. So, am nächsten Schlüssel. Ja, wie gesagt, die ziehen hier echt jedes Horror-Klischee vom Schinken. Aber finde ich nicht verkehrt. Ja? Schön gemacht.
hier diese wieder aus so Bildern rauskommen, wenn kein X zur Verfügung ist. Das finde ich hier immer manchmal ein bisschen umständlich mit diesem Pfeil. Das finde ich lustig, den Hammer im Fernseher. Da hat immer das Fernsehprogramm nicht gemocht. Ja, Kinder, so sahen früher die Fernseher aus, bevor es flache, leicht gebogene, riesige Dinge an den Wänden wurden. Das sind die Bretter, die wir wahrscheinlich für die Treppe brauchen draußen. Und es gibt noch so Sammlerfiguren. Das ist auch schon eine schicke Sache. So, und dann, weil hier sonst nichts mehr war, gucken wir uns wirklich dieses Aquarium da hinten jetzt an kurz. Ah ja, da ist dieser Spruch, so, ja, watching me, they know all my secrets. Der Verschwörungsmensch hat da schon mal gewohnt. Jemand, der es nicht mochte, sein Haus in Schuss zu halten. So, und das ist eben ein ganz klassisches Wimmelbild zum ersten Mal eigentlich in dem Spiel. Irgendwelche Gegenstände zusammensuchen. Und da hatte ich dann beschlossen, man könnte jetzt ins Menü zurückgehen, weil für den Frag der Games Archiv ist eigentlich die Pflicht und Schuldigkeit getan. Das finde ich wirklich ein sehr schönes Spiel. Natürlich, ganz klar, Horrorgenre. Wenn man das nicht mag, ist das so eine Sache. Aber wenn man Horrorspiele mag und wirklich mal gechillt abspielen will, ist das ein echt schön gemachtes Wimmelbildspiel. Sowohl von der Grafik, wie auch vom Sound, wie auch von der Story, von den 3D-Sequenzen dazwischen. Erste Sahne, ja, also im Wimmelbild-Genre würde ich sagen, ganz weit vorn dabei hier das Spiel. Also True 4, verlorene Seelen. Willkommen im Fraktal Games Archiv. Ich wünsche euch was. Ich gehe jetzt weiter ins nächste Spiel. Ich hoffe, da funktioniert mein Mikro wieder ganz normal, so wie es sein sollte. Das kriege ich schon einen Splack. Und ansonsten, jo, macht's gut, bis bald. Tschüss.